Metaversum oder ein Metavers. Und wie so häufig bei solchen Begriffen handelt es sich um einen zusammengesetzten Begriff aus Meta im Sinne von über und Universum, also ein Überuniversum, und es stammt aus Science-Fiction-Romanen. Aber wie so häufig in dieser Welt, nicht weniges, was wir sonst aus Science-Fiction-Romanen oder Filmen kannten, ist inzwischen Realität, und so arbeiten auch einige daran, das Metaversum Realität werden zu lassen. So richtig live erleben kann man es noch nicht, aber man kann es sich, glaube ich, am besten so vorstellen, wenn wir uns im Internet bewegen, dann bewegen wir uns hauptsächlich auf der Dokumentenoberfläche, auf dem WWW, auf dem World Wide Web. Das heißt also oberhalb der technischen Infrastruktur, dem Internet selbst, also den Routern, den Servern, den Kabeln und so weiter, da befindet sich entsprechend die Dokumentenoberfläche, auf der sich alle Webseiten, Dokumente und diese Dinge befinden. Und so wie wir das Internet bisher nutzen, ist es so, dass man ein solches Dokument öffnet, sich entsprechend dann anschaut, wie eine Webseite öffnet und die Inhalte entsprechend rezipiert. Oder auch sich ein Video anschaut auf einer Videoplattform, wie zum Beispiel dieses Video hier gerade. Das heißt also, man geht durch diese Welt, durch dieses Internet, durch das WWW, wie an Schaufenstern vorbei. Das heißt also, jede Webseite, jede Plattform ist erstmal wie ein Schaufenster. Und im Metaverse, da gibt es nicht nur die Möglichkeit, an den Schaufenstern vorbeizugehen, sondern im übertragenen Sinne in die Geschäfte hineinzugehen. Das heißt also, nicht nur die Webseiten, die Inhalte von außen zu sehen, also rein dokumentenbasiert, wie wir es im WWW kennen, sondern es selbst zu erleben. Das heißt also, virtuell zu erleben. Daher auch die Begriffe Virtual Reality oder Augmented Reality, wenn reale Realität, also physische Realität und virtuelle Realität zusammengehen. Das ist die Idee, die sich hinter dem Metaversum, dem Metaverse verbirgt.